Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem Mega Drake Server Minecraft Kingdom. Wir haben das letzte Mal ein bisschen gefarmt und heute wollen wir mal ein bisschen die Gegend erkunden. Zeige ich euch mal hier im Let's Play auch ein bisschen, nicht nur in den Servervorstellungen. Und dazu gehen wir jetzt gleich runter zu Pauli Witz, der ist gerade auf dem Server. Das brauche ich nicht. So. Ist auf dem Server. So. Dankeschön fürs Umstellen. Ja, er wollte, dass ich noch ein paar Sachen zeige, was er gebaut hat und was ich gebaut habe. Und außerdem, wie es bei uns im Königreich so fort Dinge. Es sind zwei Königreiche noch dazugekommen. Das pink-gelbe und das blaue. Und beim grünen ist momentan ein bisschen Stillstand, weil Novolam gerade keine Zeit hat, der König vom grünen Reich. Und weil momentan auch nicht so viel auf dem Server kommen. Dafür bleiben die, die auf dem Server schon waren, eigentlich gut drauf. Ich möchte nochmal hinzufügen, dass ihr jederzeit eigentlich euch auf dem Server bequem machen könnt. Nur kurz ein bisschen eine Beschreibung von euch, was ihr so für ein Spieler seid, wie alt ihr seid, wie ihr denn bei Minecraft heißt, natürlich sehr wichtig, damit ich euch in die Whitelist machen kann. Und dann könnt ihr eigentlich auf dem Server, solange ihr artig seid, könnt ihr auch draufbleiben. Wir sind nicht so streng, wir wollen aber einfach ein normales, angemessenes Klima. Wir sind ein Bauserver und ein Rollenspielserver und kein Griefe-Server, also wo man wichtig Sachen griefen muss oder so. Wir schützen natürlich auch alles und da oben ist er. Muss man Döner zeigen? Ich wünschte mir einen Döner-Ding und hier ist er. Der Ali ist hier, ein bekannter YouTuber. Da kann man hinsetzen. So, wir haben das Sitz-Plugin drauf, wo man bei Treppen hinsetzen kann. Und hier oben ist eigentlich noch nichts. Aber da kommt wahrscheinlich auch eine Decke noch hin. Oder wird das Freiding zum Dachstock oben hat. Keine Ahnung. Außerdem haben wir eine Taverne gebaut. Dort hinten ist eine Mine, dort ist ein NPC-Dorf, das einfach so dort war. Da hinten ist noch der Hafen, den gehen wir dann später über das Portal hin. Und hier sind so NPC-Farmen, wo man die NPCs arbeiten lassen kann, damit man eigentlich relativ schnell an Nahrung kommt. Könnt ihr ja mal schauen, wenn ich da reinkomme. Wo ich reinkomme, da drüben wahrscheinlich. Ja. Also, ja, hier ist alles noch ein bisschen abgeschnitten. Ja, dann können wir gleich mal ein bisschen Essen mitnehmen. Nehmen wir die 64 Karotten mit. Essen gleich mal ein bisschen. So. Ja, NPCs. Ja, ich weiß es. Oh. Ihr werdet einfach nicht ihr kommt einfach nicht ins Video richtig. So richtig. Das ist so eine Frechheit, also wirklich. So, hier ist ein kleiner Kleinbauernhof. Okay. Ah, der möchte das haben. Stimmt, die wollen ja Karotten. So, hier haben wir eine Brücke. Ich und Pauli Witz war's. Oder jemand anders. Ich weiß es nicht mehr genau. Haben wir hier eine Brücke gebaut. Und die ist auch asiatisch, also eigentlich hört hier das Asiatische auf und es kommt ein bisschen etwas anders. Natürlich ist es nicht das ganze Königreich asiatisch, aber immer wieder, also hauptsächlich asiatisch, weil zum Beispiel Pauwitz hat nicht immer Bock auf asiatisch zu bauen, darum haben wir auch einen Piratenhafen gebaut und hier auch ein bisschen weniger asiatisch, nur so Giebel oben, die eher so ein bisschen wikingerisch sind.
Oh, hier kommt. Die PC wachsen natürlich immer weiter, wenn der Chunk geladen ist. Okay, machen wir eine Abkürzung. So, hier oben ist die Burg. Die ist jetzt fertig. Und die zeige ich euch dann in einer Vorstellung wieder. Innen ist eigentlich nur der Burgfried und die vielen Burgtürme. Und ja, relativ klein halt, weil der Platz halt nicht ganz so groß ist. Da haben wir so Ausgucke für die Bogenschütze zum Ziel, zum Schießen. Und ja, danke schön, Paulowitz, dass du in mich rein teleportierst. So, Taverne der Stadt, hier alles, was du und noch viel. Genau, sehr abgekürzt. Hier haben wir, ja, einen Ninja. Nein, der andere möchte ich ja nicht ansprechen. Der Barkeeper. Der Barkeeper möchte gerne eins auf die Fresse. Der sieht aus wie ein Cowboy. Und hier haben wir eigentlich das Rotlichtzeug. Pole Dance, Ding Dance, Stangentanz. Hier haben wir ein Bild, leider ist nichts dahinter. Wir hatten hier ein Ding, ein Bild, das war hier drüber, da konnte man eigentlich reindingen, aber ich habe es dann wieder weggenommen, weil sonst können die anderen nicht reingehen. Und ahaha. So, jetzt haben wir eigentlich die Taverne Ding. Paulowitz hat sein Haus teleportiert. Und das ist nämlich jetzt hier vorne. Hat er noch ein bisschen ausgebaut. Und ich zeige noch seine Mobfalle. Und zwar da vorne bei den Leuch also bei den Leuchtfeuer. Oh, ein Zombie. Boah. Ja, jetzt brennst du wegen dem Stress, hä? Ja. Extrem viele Tiere. Leckt auch gar nichts. Nein, leckt nichts. Wir haben so einen guten Server. Da oben ist das Rathaus. Oh. Schön. Hier sind ganz viele YouTuber ausgestellt, die armen YouTuber. Da ist Paulis Pferd und Fighterboys Ding. Ui. Bist bei mir. Bei einem Sklaven. Ich will nicht. Ich will draußen herum. Ah, das Zaun, aber hier möchte ich rein. Aua! Mein Arsch! Es blutet! So, weil hier kommt man auch besser runter. Nicht fallen lassen. Und hier ist die Mobfalle mit ganz vielen Spawner. Die sind nicht der Cheater, die sind doch gespawnt. So. Und hier haben wir noch eine Farm, eine kleine. Das hat alles Paulowitz gebaut. Und hier ist das Fallteil, wo wir eigentlich runterfahren wollten, aber es ist zu riskant im Survival-Modus. So, und hier. Okay. Ja. Hat er den Loot, der ein bisschen einseitig ist, natürlich. So. Aber die werden wir nicht verwenden. Wir werden die Level anders farmen gehen. Ohne Mobfalle. Also, dann gehen wir. Ah. Noch kurz zu den Portalen, damit wir die anderen Sachen noch kurz anschauen können. Aber wir wollen noch etwas machen im Part. Nicht alles zeigen. Und zwar möchte ich noch ein bisschen ja, einfach ein bisschen vorplanen, das Haus. Bauen vielleicht nicht so viel. So, hier ist nämlich noch die Einwanderungsbehörde, damit die Leute genau wissen, was sie Dingen erwartet, wenn sie ins Reich kommen. Und hier ist der Piratenhafen.
Hier haben wir zum Beispiel einen Markt von Pyrewitz gebaut. Schiffe auch von Pyrewitz. Taverne von Pyrewitz. Von mir ist der Turm. Und eigentlich da das, der Weg und so. Ich war im Wochenende, hatte nicht so viel Zeit. Und hier drüben ist das Dorf dann noch. Also hier haben wir eben den Hafen, also der Markt. Und irgendwo ist eine Spinne unter drunter. Und hinter dem Markt sind viele Monster. Kurz sagen, ich wollte das nicht wissen. Ach Mist. Wo ist der Ding hier? Next Map Mode. Multiply. Nein, das ist nicht das Richtige. AU. So, jetzt. Underground Map Modus. So, jetzt kommt man hier noch zum Minenschacht. Aha. Okay, da gehen wir aber mal rein. Ich teleportiere mich nachher raus. Ja, ist fertig, okay. Ich teleportiere mich raus. Also der Hafen heißt Dratuga anstelle von Tortuga. Ja, da oben ist eigentlich nicht viel, einfach Glowstone da noch. Da habe ich den Turm eigentlich noch nicht so fertig innen eingerichtet. Eigentlich noch fast nichts. Und ja, weil ich auch ein bisschen Ohrenschmerzen hatte, habe ich es lieber gelassen, auch mit der Aufnahme. Damit einfach meine Ohren da nicht zu fest strapaziert werden. So, hier ist das Dorf und hinter dem Dorf ist der Minenschacht, aber der ist noch ganz am Anfang. Eigentlich nur das obere Teil, also alles, was in den Berg reingeht, ist noch nicht da. Und ist es noch nicht so wert zu zeigen. So, und jetzt hier oben. Okay, schon wieder eine Luft. Ein Weg durch die Lüfte. Wieso macht ihr das? Nein, schon gut, aber es sieht nicht so schön aus. Ich habe doch gesagt, durch das Dorf. Naja. Aber Dankeschön für das Weg machen, auch wenn er nicht so richtig ist. Ja, bis dort, okay. Also hier ist das Minenschacht. Also die Mine. Hier ist ja das Zeug von Pyrewitz. Ich hoffe, er macht es dann auch noch schön. Und hier ist noch etwas. Okay. Da muss ich mal laufen. Also das andere wäre das blaue Reich und das magentafarbene Reich. Und da wurde noch nichts gemacht da unten. Okay. Dann gehen wir mal dorthin. Was das ist, das habe ich jetzt auch noch nicht. Das ist neu. Noch nicht entdeckt. Hat wahrscheinlich Blue gebaut. Irgendwo hier. Bisschen weiter in diese Richtung, okay. Und jetzt, wenn dann noch ein paar mehr auf den Server kommen, fange ich auch an mit dem Rollenspiel natürlich. Momentan ist es eher ein Aufbauen und ein Zeigen. Aber sobald ich dann eben auch ja, die Möglichkeiten dazu haben, weil wir dann Gebäude alles haben, so können wir dann anfangen, ein Rollenspiel zu machen. Das würde mich. Geht's jetzt wieder weg? Okay, dann ist da gar nichts mehr. Schade. Ja, es geht wieder weg. Das ist von einer anderen Map. Aha. Okay. Was könnte ich noch zeigen? Ja, gehen wir mal dahin. Da hat Herr Borgmann gebaut. Sie ist die Schwester von, ja, sie heißt, okay, sie heißt, sie ist die Schwester von Dennis und hat eine weibliche Farbe ausgesucht, auch gut. Und
bisschen am Übertreiben mit der Höhe. Natürlich Wörterdit. Auch gut. Ja, hier hätten wir zum Beispiel Baumaterial. Okay. Und hier oben. Das ist alles neu jetzt gerade für mich. Ich habe angefangen, ihr das Reich vorzubereiten, aber bin ja dann im Wochenende gewesen. Und konnte dadurch eigentlich nicht wieder nachschauen. Bis jetzt. Okay, hier haben wir noch einen Turm. Ja, das zeige ich dann mal, wenn ich mit ihr geredet habe, was sie alles gemacht hat und wieso. Also, wenn ich ein bisschen Informationen habe, zeige ich das besser. So. Aha, hier oben haben wir noch ein bisschen Magenta-Wolle. Ah, das ist die Flagge. Schöne Flagge. Nice. Dann haben wir noch das Blaue Reich und das ist ganz hier unten. Aber hier habe ich keinen Waypoint. Ja, das sind ein paar Gebäude. Drei Gebäude und eine Arena noch. Also so eine. So eine, ja, wo man halt nicht raus kann, nur auf einer Seite. Und ja, das sind von anderen Maps, die zwei wo aufgedeckt sind. Und ja, so weit sind wir eigentlich schon. Wir sind halt wenige und wir tun da nicht den ganzen Tag bauen, natürlich. Da geht es einfach ein bisschen länger, aber es macht erstens viel Spaß und ich würde jedem wirklich empfehlen, mal kurz auf dem Server zu schauen und müsst nicht mitmachen, aber es macht extrem viel Spaß, zusammen aufzubauen. Da muss man nicht mal viel aufbauen, aber es macht einfach viel mehr Spaß so mit einer Community und das bieten wir eigentlich. Wir bieten einen Platz für community-freundliche ja, Spieler, Minecraft-Spieler, die natürlich ohne irgendwie Stress zu machen hier recht gut arbeiten können. Und es gibt keinerlei Verpflichtungen, einfach nichts Böses machen oder nichts kaputt machen von anderen. Und es gibt ein Rangsystem, also ihr könnt recht schnell Owner werden, also OP. Und dann habt ihr ja World Edit, da habt ihr World Guard, da habt ihr alles Mögliche. Und ja, wenn ihr noch besser seid, könnt ihr vielleicht sogar Zugriff auf dem Server haben oder so. Aber ich will einfach auf Nummer sicher gehen und ich muss die Leute kennen natürlich. Und die Leute kommen wirklich erst OP, wenn ich sie kenne, wenn ich sie vertraue. Und stürmen oder so, ein Bewerbungsschreiben nützt eigentlich nicht, solange ich nicht das Vertrauen habe. Dann dürft ihr Bewerbung schreiben oder dürft ihr mir persönlich das einfach aufsagen, wieso ihr genau OP sein wollt und so weiter. Und eben wir bieten eine Farmwelt zum Farmen im Survival-Modus, dürft ihr bauen. Ist ja eigentlich auch der Grund vom Spiel und wenn ihr wirklich Luxus haben wollt, dann dürft ihr natürlich mit der Zeit Kreativmodus haben, natürlich. Ja, und wir machen immer Backups, also wenn irgendwas kaputt geht, laden wir einfach das Backup wieder und dann ist eigentlich der Server wieder normal gelaufen. So. Dann ist einfach nichts mehr passiert, also ja, als wäre gar nichts passiert, haben wir eigentlich dann wieder Frieden. Weil Griefe sind für mich in meinen Augen einfach nur Spielverderber, die nichts anderes können, als einfach frech und blöd zu griefen. So, jetzt holen wir noch ein bisschen Holz. Das können wir noch in diesem Part machen. Und zwar gehen wir hier hin. Jetzt haben wir ja eine Eisenrüstung gemacht. Und jetzt müssen wir eigentlich in dieses Portal zuerst. Hier sind die Schweine wieder.
und dann diese ja, Formel. So. World Span. So. Ich hoffe, die greifen mich dann nicht an, weil sie Aggro werden, wenn er sie killt. Aber, das Spiel macht das. Ah, der Dennis kommt jetzt an. Der Bruder vom Herr Borgmann. Frau Borgmann, sollte man schon sagen. So. Ich höre den Krieber nicht. Kommt er nicht? Bleibt er dort? Wo ist jetzt der Krieber? Ich habe doch vorher... Ah, da ist er. Okay, ist weiter weg. So. Ja, wir brauchen mehr Holz. Da drüben kann ich noch ein bisschen besser. Da gibt es weniger große Bäume. Okay. Da ist irgendwo ein Skelett. Ah. Also hier müssen wir, ja, das wird besprochen. Ich mag die Minimap nicht, aber sie ist die beste eigentlich. Aber genau wegen dem Grund mag ich sie eigentlich nicht. Das geht mal gar nicht. Einfach mal, das muss ich stopfen. Löcher sind da, um gestopft zu werden. Und wie heißt der Spruch? Löcher sind dazu da, um sie zu stopfen, scheinbar. Obsidian können wir nicht abbauen. Sonst hätte ich dann Lavasee geändert. Haben wir hier einen Waypoint? Mist. Wir haben hier doch gar keinen Waypoint zum zurückgehen. Oh, kann ich nicht cheaten. Ja, hier noch ein bisschen Holz fällen. Und im nächsten Part werden wir dann wieder farmen. Bisschen Abwechslung. Und eben das Rollenspiel kommt bald. Natürlich. Das ist natürlich wichtig, dass ich einfach dann noch das Rollenspiel machen kann. Halt am Anfang alleine. Und ich kann ja den Leuten hier fragen, ob sie Zeit haben. Und dann während der Aufnahme kommen sie dann rein und reden oder so. Oder tun es halt einfach nur spielen, ohne zu reden. Keine Sprachausgabe bei den NPCs. Nein, bei den NPCs, bei den Spielern natürlich. Okay, das ist natürlich nicht so geplant. So. Also, wir haben leider jetzt gerade vielleicht noch ein paar Zucker, nicht Zuckerrohr, Seerosenblätter für den Garten, damit man die Wasserlöcher stopfen kann. Heute ist alles zum Stopfen. Oh, schöne Blumen, die nehme ich mit. Ich mag die Blumen sehr, das ist eines der schönsten Blumen in Minecraft. So, okay, dann haben wir hier keine Seerosenblätter. Links haben wir ein bisschen was. Oh, jetzt ist es Nacht. Schade. Okay, aber 3 oder 4 möchte ich nehmen. So, 3. Okay, und dann zurück. Da oben hat es auch irgendwie so eine komische Plattform. Generiert vom World Generator. Und aha. Wer hat das gemacht?
Dennis. Also so richtige Regeln haben wir auf dem Server natürlich nicht, aber es wäre schon gut, wenn sich alle an die allgemeinen Regeln der Minecraft-Server halten könnte. Bestraft wird ja auch fast niemand so richtig würdig, wie es eigentlich rechtlich Ding ist, weil wir einfach ein Server sind, der so Regeln eigentlich nicht braucht, weil jeder für sich selber ja, auch verantwortlich ist. Und auch für die anderen so ein bisschen mitbürgt. Das ist schon wichtig. Frieden auf dem Server, Friede, Freude, Eierkuchen und der Stress machen will, der ist auf unserem Server nicht willkommen, natürlich. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir auch wieder Holz. Jetzt können wir noch ein bisschen das Haus bauen und dann ist der Part wieder zu Ende. Oh. So eine Frechheit, aber wirklich, dass die Parts einfach zu Ende gehen, das geht mal gar nicht, oder? So, da möchte ich gerne einen Weg raus machen. Also 3, 4, dann halt. Hier. Ja, dann machen wir noch zwei Fenster hier. Das auch mal wieder. Hey, nicht griefen. Klaue. So, zugucke. Ah. Voll der Hammer. Hammer, der Humor. So. Cool. So, der Part ist vorüber. Ah, ich bin noch völlig abgelenkt gerade von dem Chat. Im nächsten Part eben farmen wir wieder Diamanten. Ganz viele Diamanten suchen gehen. Yes, also. Und dann auch mal ein paar Rollenspiel, also nach dem Farm-Part kommt vielleicht ein bisschen Rollenspiel. Ich muss mir noch kurz etwas überlegen, wenn ihr Vorschläge habt, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und. Oh, schade, macht er nicht. Und ja, freut mich, dass ihr zuguckt und auch eventuell liked. Vielen Dank und auf bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler. Tschüss.